Hallo, liebe Freunde des gepflegten Echtzeitstrategiespielspaßes und willkommen zur neuen Runde von Anno 1404 Venedig mit Vanori. Hallöchen. Und bei mir wird sich gekloppt. Yeah. Aber irgendwie sieht das nicht so gut aus, glaube ich. Was ist denn mit dem Lager hier? Großes Heerlager, aber wo kämpfen die denn? Oder bauen die sich noch auf? Wie lautet euer Befehl? Warum kann ich mit denen hier nichts machen? Das kann ich nicht beantworten, ich weiß nicht, was ihr damit tut. Wie lautet euer Befehl? Also ich glaube, die hier bauen jetzt gerade auf, aber was mit dem Heerlager ist? Na gut. Ich glaube, ich hab hier aber noch mehr irgendwie Heerlager in Auftrag gegeben. Zumindest dachte ich das eigentlich. Ja, die Penner sind so ein bisschen nervig auf der Insel hier. Ich glaube, hier kommt noch eins, oder? Nichts ja, kann uns standhalten. Ich bin ja schon dabei. Ach, das verschwindet so allmählich, oder wie? Eure Anweisung? Was verschwindet allmählich? Wenn man so ein besiegtes Heerlager hat, irgendwie? Weiß ich nicht. Bis jetzt ist noch... Dürfen wir nun bei euch bleiben? Bis jetzt ist, glaube ich, noch keins von einem draufgegangen. Ihr wollt's wirklich riskieren, wie? Wie lautet schon. Euer Befehl? Gott segne euch. Ach, Marie, ja, Gott segne euch. Wie lautet euch auch. Euer Befehl? Lass dir bloß nicht den Hintern von der vergolden. Aufbruch! Ja, weil ich halt hier irgendwie ein Heerlager habe, mit dem ich nichts machen kann. Aber das scheint irgendwie besiegt zu sein. Kann ich es abreißen? Ich kann es abreißen. Nö, das geht auch nicht. Wie lautet euer Befehl? Alles etwas komisch. Ich muss jetzt nur langsam mal zusehen, dass ich die auch wegkriege. Das ist ja Mist. Was denn? Das ist ja Mist. Und Scheiß. Ja, man braucht für Getreide und Kräuter braucht man Fruchtbarkeit. Das habe ich ganz vergessen. Ja. Leider. Bereit? Wie lautet euer Befehl? Ach, die kommen jetzt hier gerade angelatscht. Alles klar. Das ist also nur der Platzhalter für ein Heerlager, was gerade in Bewegung ist. Okay. Ruhm und Ehre! Jetzt verstehe ich das. Der Besatzung dieses Schiffes kann man blind vertrauen. Hier kommt, glaube ich, das nächste. Eure Anweisung? Ja. Ja, ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis ich die hier runter habe. Meinst du? Ja, das sind halt auch zwei, ne? Das sind zwei Lager. Lasst ihr uns jetzt endlich mal. Boah, boah. Werdet schon noch sehen, was ihr davon habt. Ich meine, wenn du die Knete nicht bezahlen willst, dann... Ne, will ich auch nicht. Ja, komm. Das sehe ich nicht ein. Das sieht der Herr nicht ein, da Geld auszugeben für die Halunken. Ich darf sie ja nicht Penner nennen. Wie hast du sie gerade genannt? Bildungsferne Schicht. Bildungsferne Schicht. Oh, hier gewinnen wir jetzt. Das ist schon mal gut. Wenn diese Schiffe auch mal schneller fahren würden, dann hätte ich auch bald irgendwie hier noch ein zweites Heerlager. Na gut. Weil hier nämlich die ganzen Höfe auch schon... Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja. Eure Anweisung? Fahr schneller, Schiff. Wo bist du denn? Meine Schiffe beliefern euch gern mit Waren aus meiner Heimat. So. Huch, was jetzt? Bei mir hat's gerade gestockt. Wir stehen zur Verfügung. Das kann ich hier leider nicht beantworten. Übrigens, um mit dem Heerlager hast angreifen zu können... Hast du genug Mut, das hier zu erledigen? Brauchen sich die Einzugsgebiete nur zu kreuzen. Dein Einzugsgebiet muss also nicht bis zum eigentlichen gegnerischen Heerlager reichen, sondern nur bis zu der Grenze, bis zu der roten Grenze quasi. Okay, das ist interessant. Und deswegen kann das jetzt auch hier nicht angreifen, deswegen müssen wir das dorthin verlegen. Wir marschieren los! Hassan, folgenden Auftrag. In ihrer Stadt Goldford wird jemand gesucht. Bringen Sie... Ach, einen Spion muss ich jetzt suchen. Na, großartig. Gut, während die kämpfen...
Oh, ich hab ihn. Da war er. Sie haben die gesuchte Person gefunden. Das ging schnell. Hast aber nochmal Schwein gehabt. Ja, das war jetzt ziemlicher Zufall, würde ich sagen. Was geht denn bei dir so? Boah, nicht viel. Ich versuche mir gerade irgendwie Adlige heranzuzüchten. Sie sind im Kampf unterlegen. Damit du beim nächsten Bauabschnitt quasi... den nächsten Bauabschnitt starten kannst. Den habe ich schon durch. Ach so, hat er schon durch, der Herr. Also den 2,5er, den habe ich durch. Also bist du auch gerade dabei, wie ich auf 3.500, ja? Ihr werdet euch gedulden müssen, wisst ihr? Das sind wahrlich goldene Zeiten, findet ihr nicht? Wie viel hab ich denn überhaupt? Ich danke. Huch, was denn jetzt? Hast du auf P gedrückt? Hallo? Oh. Ja, wir machen mal einen kurzen Cut, bis wann auch wieder da ist. Da. Warte mal, geht es mein OBS? Weiß ich nicht. Ja, mein OBS geht. Also, we are back in the business. Ja, nach kurzzeitigen technischen Schwierigkeiten. Ich wollte, glaube ich, gucken, wie viel... Ich bin mir gar nicht so sicher, was ich wollte. Wie viel Adlige ich habe. Und ich habe gerade kam die Meldung so reingehuscht, dass die... 3040. Dass, ja, die Penner besiegt sind. Zumindest eins von denen... Gegen geharnischte Ritter sind wir wehrlos. Ja, genau. Gegen entweder meine... wir dürfen bei euch leben oder ihr wollt's wirklich riskieren, wie? Nein, es sind halt zwei Herrlager. Das eine hat gerade gesagt, wir sind machtlos und das andere sagt, wir wollen Geld. Wir marschieren los. Warum greifen die nicht eine Produktion kommt zum Erliegen. Wow, Gabibibi hat mir einen Quarz abgekauft. Ein Quarz, also das das leert die Lager, würde ich sagen. Ja, ich muss echt aufpassen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ich überlege gerade, ob ich hier irgendwelche Gebäude abgerissen habe, um Platz für die Herlager zu machen, aber ich glaube, das hatte ich vermieden. Das kann ich dir nicht so direkt beantworten. Die hier vorne arbeiten jetzt zumindest schon mal wieder. Das ist ja schon mal gut. Eure Anweisung. Und wenn das hier aufgebaut ist, dann ist das zweite Pennerlager auch gleich weg. Und dann hoffe ich mal, dass die mir so schnell nicht nochmal auf den Keks gehen. Achso, und ich wollte ja den einen Auftrag zum... Ah ja, der fährt auch noch. Okay. Und ich hatte... Ist das hier meine... Ah ja, das war ja meine Kaffeeinsel. Die wollte ich ja irgendwie mal... Ich erinnere mich. Ja, wolltest du? Da hatte ich mal was angefangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arbeiten die jetzt hier auf 100% die Kaffeeröstereien? Habe ich jetzt hier nur eine Kaffeerösterei auf der Insel? Das wäre ein bisschen fatal. Es sieht danach aus. Ja, welches so sieht das aus. So sieht das aus. Ganz, ganz seltsames Zeug. Ach nee, hier ist die zweite. Und jetzt habe ich aber zu viel Kaffee. Boah, nee, oder? Dann bauen wir halt noch eine. Und am besten auch noch gleich ein... Ein fairer Handel. Halt so rum. Eine Kaffeeplantage. Ist der Auftrag erfüllt? Oh cool, ich habe gerade Wein von Dingens bekommen. Du hast Wein, du kaufst Wein? Nee, für den Auftrag hier beim Hassan. So, ich weiß, es ist verrückt, dir ein solches Schiff zu diesem Spott. Teufel auch. Mich hat's erwischt.
Und wir haben Hassan die... Hassan hat mir 11 Tonnen Kanonen abgekauft, das ist nett. Wer? Du Hassan. Wir stehen Hassan zur Verfügung. Der Bot, Bob. Hm. Bob-Bot. Alter, ich habe schon 1724 Aufbruch! Bettler in meinen Städten. Krass. Hast du ja einige mal reingelassen. Wir stehen zur Verfügung. Ja, da kam ja in von mehreren Folgen kam ja mal irgendwie 3-4 von diesen Schwüngen. Die Armee marschiert los! So. Nichts kann uns standhalten! Die Armee marschiert los! So, die Penner sind alle weg. Bitte? Die Penner sind wieder alle weg hier. Ja. Jo. Ich hoffe jetzt, dass ich das da die ganze Produktion hier wieder einkriegt. Und ich wollte ja hier oben... Ach genau, hier hatte ich ja angefangen mit Honig und so ein Spaß. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, wie das... Ob das jetzt schon läuft oder... Wo ich da die restliche Produktion hingesetzt habe. Hm, ich kann meine Adligen beinahe komplett auf meiner eigenen Zweitinsel hier... voll versorgen. Das ist auch ganz interessant. Cool. Was brauchte ich jetzt für diesen Honig? Ach ne, das war ja bei den Patriziern war das ja. Hm. Imkerei. Lichtzieherei. Ist das nicht Bienenwachs gewesen oder so? Ja, das war die Imkerei für Bienenwachs, die Lichtzieherei für die Kerzen. Ah, okay. Und halt die Feinschmiede. Und für die Lichtzieherei brauchte ich aber auch Hanf. Den baue ich hier aber auch parallel an. Das heißt, das Ding müsste eigentlich auf 100% laufen, genau. Und jetzt muss ich mal gucken, wo ich die dann zusammenbauen lasse. Wachs. Hier rüber. Okay. Und dann müsste ja eigentlich Brillen... Ah, dann muss ich mal noch hier. Wow, Gabi, wie viel für 23.000 hat er mir irgendwas abgekauft? Krass. Das scheint schon zu laufen, wenn ich das hier richtig checke. Genau, aber nur auf 68%. Das finden wir natürlich nicht gut. Nee, ach, ich weiß natürlich auch warum, weil kein Wachs da ist, weil die Pennerinsel ja, also die Insel mit den Pennern belegt war. Jetzt muss das wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein. Sich etwas einlaufen, würde ich sagen. Ich prüfe gerade nochmal das Schiff. Wo ist denn das gerade? Das ist gerade dort. Mit diesem Schiff soll das... 12 Tonnen Wachs ist vielleicht nicht unbedingt viel. Boah, hm. 12 Tonnen Wachs geht doch erstmal. Allah segne euch für eure... Ja. So. Es sind nicht genug Brillen da. Das ist natürlich... Shit. Warum wollen die hier eigentlich nicht aufsteigen? Huch. Na, ist erstmal egal. 100%. Ihr seid auserkoren, die Interessen des Kaiserreichs zu vertreten. 20 Tonnen Bücher. Mal gucken, ob ich überhaupt so viel hab. Warte mal, ist das pro... Warte mal, was will er haben? Kann ich machen. Na, dann mach mal. Na. Vermehrt eure Anstrengungen. Es geht um Stolle, das Wohl des Kaiserreichs. Warum wollen die jetzt nicht aufsteigen? Tja. Was ist mit denen hier? Die sind alle befriedigt, aber die wollen trotzdem nicht aufsteigen. Idiotas! Na, welcher Fisch ist uns hier ins Netz gegangen? Das ist doch doof. Ich habe keinen Platz mehr, wo ich noch Leute hinsetzen kann. Na, hier vielleicht. Nö, aber... Hä?
Mir geht Mensch. So langsam der Platz aus. Der Platz inwiefern? Zum Bauen. Zum Bauen für was? Häuser. Oh. Das ist natürlich nicht schön. Hier hatte ich noch Häuser hingebaut, sehe ich gerade. Dann musst du irgendwas halt auslagern. Das wird auch schwierig. Na, mal schauen. Ich krieg das schon irgendwie hin. Du hast da irgendwie auf der oberen Seite von Insel aber auch so ein komisches Straßensystem, oder was soll das sein? Was meinst du? So ein Knupsel. Wo denn? Vor die Platzverschwendung am nordwestlichen Zipfel von deiner Insel. Ja, das könnte ich mal ein bisschen effektivieren noch, da hast du recht. Also wenn du da nämlich den Platz weg, also wenn du da ordentlich aufräumst, dann kannst du da wahrscheinlich noch ein paar Häuser hinklatschen. Das stimmt. Das war auch mal noch mehr zugebaut mit irgendwelchen Produktionsgebäuden. So. Das wollte ich aber eigentlich hier. Das gefällt mir. Und Messing. Das Messing brauchte ich jetzt für Kerzen und für den Spaß. Okay. Krieg ich dafür Brot vom Nordimplatt. Brot. In der Demut liegt die wahre Größe. Marie gibt mir einfach 2 Rufe. Ja, mir auch. Ich weiß auch nicht, was sie hat. Ich glaube, sie hat Angst. Verständlicherweise. Fragt sich nur, wovor. Alles gut bei dir? Ich helfe euch gerne aus. Hört euch das an. Nee, es ist doch nicht wahr. Sorry, ich werf mich hier schon wieder. Ich werde dem Kaiser von eurem Eis. Muss man nicht mal irgendwie was machen. Das ist echt super. Das ist geil, oder? Ich klicke auch gerade hier irgendwie nur sinnlos rum. Was denn Messing jetzt hier? Was muss ich denn dafür bauen? Hier, Messing. Ich hoffe, dass jetzt hier eine so eine Kupfermine auch dafür ausreicht. Ich habe nämlich... Wo ist die zweite? Ach, hier drüben. Ach, ich baue ja schon zweimal mehr. Ah, das kann ich jetzt wieder abreißen. Ich hält vom Erdbeerfeld hier. So, weg damit. Ich müsste da ja auch ein bisschen Messing jetzt hier haben. Nö, das wird irgendwie komplett aufgebraucht. Ha. Oder ist das denn hier? Ne, hier, 60 Tonnen, tatsächlich. Und wie ist das jetzt mit Quarz? 40 Tonnen. Haben wir noch eine Quarzmine hier? Ah, da. Bauen wir doch ein paar von diesen Rinderfarmen. So. Ich hoffe... Es ist eine Wonne, durch diese prächtige Stadt zu flanieren. Das mit den Brillen funktioniert nämlich schon nicht so ganz. Das muss ich mal noch. Ach, hier ist das Schiff in den Wein erstmal da. Sehr gut. Jo, keine Brillen. Das ist schlecht. Und Kerzen? Auch keine. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Und, was läuft? Ja, ich gucke, dass ich hier halt noch mehr von den Häusern irgendwie gebaut kriege. Aber leider, das funktioniert ja nicht. Ja, ich bin gerade Rinderfarm am Anlegen. In der Hoffnung, dass ich damit meine Adligen versorgen kann. Das geht ja doch, weil da ist noch eine Straße. Ja, ich bereite gerade vor, dass ich noch ein paar Patrizier kriege, die dann zu Adligen aufsteigen können. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ich habe zu viel Holz. Was für eine Überraschung. Ja, das mit den Brillen und mit den Kerzen ist gerade hier so. Vor allem die Kerzen. Es läuft irgendwie noch nicht so richtig, wie ich mir das vorstelle. Jetzt läuft es zwar auf 100%, aber ich glaube, ich habe schon wieder nicht mehr genug Wachs hier. Wo sehe ich das? Ja, das ist natürlich doof. Ja.
Ja, ja, kein Wachs mehr. Und wo ist das Schiff dafür? Das fährt noch. Das ist so ziemlich bei der Hälfte. Hier. 9 Tonnen. Das läuft ja. Musst du ein paar Wachsmalstifte kaufen. Wie war das? Was sagt der Große zum kleinen Stift? Keine Ahnung. Wachsmalstift. Oh. Das war der Wortwitz zum Ende dieser Folge. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt beim Vanori mal drunter, er soll sich mal einen ordentlichen Rechner besorgen, dass nicht ständig bei ihm was abstürzt. Ich bin dabei. Und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge mit hoffentlich mehr Kerzen, mehr Marie, mehr Schlüpfer. Anno 1404, macht's gut, tschüss. Ciao, ciao.